So, dann wollte ich Ihnen noch erklären, warum die ABCs und Kawas, warum die so mächtig sind und warum Kawa besser ist als Mindmap, so beiläufig. Loftus, eine amerikanische Forscherin, nachzulesen bei Schachter, wir sind Erinnerung für diejenigen, die die Quellen wollen, hat ein, ja, man kann sagen, wir können es als Spiel mal spielen, wir können es nachspielen. Nehmen Sie drei Abschnitte und hier sagen Sie, wir wollen den Anfangsbuchstaben, hier sagen Sie, wir wollen die Silbenzahl und hier sagen Sie, wir wollen den Endbuchstaben. Und dann nehmen Sie eine Kategorie, zum Beispiel eine Stadt, und dann sagen Sie, okay, mit U. Also eine Stadt, die mit U anfängt. Gut, als Deutsche fällt mir Ulm ein, Ihnen fällt vielleicht was anderes ein. Und hier haben wir eine Stadt, die auf U endet. Bitte nicht auf Au, sondern auf U. Also Passau gilt nicht. Eine Stadt, die auf U endet, ist viel schwerer als eine Stadt, die auf Ulm beginnt, auf U beginnt. Okay? Ich helf Ihnen mit Timbuktu. Habe ich lange gebraucht. Nein, nein, Au gilt nicht. Passau gilt auch nicht. Gossau gilt nicht. Nicht auf Au, sondern auf U. Sie sagen ja nicht Gossau, sondern Sie sagen Gossau. Der Klang ist dann ein Diphthong. Au, nicht U. Also Timbuktu. Und hier haben wir eine Silbenzahl. Die erwürfeln wir zum Beispiel. Eine Stadt mit, sagen wir, wir hätten drei gewürfelt, eine Stadt mit drei Silben. Interessant ist, dass Ihr Geist jetzt ständig um das U herumkreist. Was aber nicht die Frage ist bei drei Silben, das kann Amsterdam sein oder irgendwas, weil es hier um die Silben geht. Wenn Sie das eine Weile spielen, dann stellen Sie fest, das hier ist kinderleicht, weil in unserem Gehirn die Wörter am Anfangsbuchstaben aufgehängt sind. Und deswegen ist ABC und Kawa mächtiger als Mindmap, was keine Vorgabe hat für den Buchstaben. Das ist der Grund, warum das spannender ist. Das haben mir Ex-Mindmap-Trainer erzählt, ich habe das gar nicht gewusst.